Ein Streichel. Puh, Bedürfnisse haben die Leute. Alles hier erinnert mich an Goal. Dabei habe ich sie ja streng genommen noch gar nicht kennengelernt. Der Gencode eines Humanoiden mit bunter Haut. Der Gencode eines riesigen Säugetiers mit mächtigen Prankgestreif und ein... Der Gencode eines amphibischen Kriechtiers mit hornigen Patschehändchen, gestreiftem Fell und einem sonnigen Gemüt. Was denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Oh ja, das ist genau richtig. Es ist flauschig, hat Zobelstreifen und zu aggressiv ist es auch nicht. Welch Wonne! Was für eine Weichbirne. Gibt es denn hier keine richtigen Verantwortlichen? Danke, unbekannter elysianischer Bürger mit frappierender Ähnlichkeit zu unserem Klonbediensteten und Inspektor Cletus. Du hast einen alten Mann sehr glücklich gemacht. Heißt das, du kommst endlich mit zum Ältestenrat? Natürlich, Junge. Sag einfach Bescheid, wenn du die anderen beiden überzeugt hast.
Bravo! Großartig! Da Capo! Da Capo! Ich wusste, dass ich das Zeug zum Erfolgsproduzenten habe. Und dabei habe ich noch nicht mal damit angefangen, Urlaube zu streichen. Also, ich find's lustig. Und jetzt alles zu deiner Zufriedenheit. Au! Ja! Au! Sag mir Bescheid, wenn die anderen beiden bereit sind, okay? An irgendwen erinnert mich der Bursch doch. An meinen Zahnarzt vielleicht. Oh Gott, Agathe! Ich kann den Drink nicht in den Mixer schütten, solange mich dieser Alkohol abhalte durch. Ich mixe dir ein neues Heim. Und es wäre doch gelacht. Oh Gott, ich kann, halte ich mit und es wäre... Aha, ich wusste doch, dass er mir ein Bartender verloren gegangen ist. Es geht doch nichts über den Geruch von frischem Madenmett. Ich wusste doch, dass er mir ein... Hier, bitte sehr. Ein komplett fischfreier Drink. Sache. Ich wusste, es würde sich auszahlen, dass ich mich persönlich um dieses Problem kümmere. Ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden. Nicht, solange hier kein akzeptables Essen serviert wird. Igitt, das ist ja abscheulich. Da wünsche ich mir ja fast die Maden zurück. Tja, der Käse ist leider gegessen. Bitte verschone meinen Magen mit solchen Metaphern. Oh, lecker Madenwurst. Hier, bitte sehr. Mit der Empfehlung vom Chef. Ah, germer Weißwurst. Und ich dachte immer, die kann unsere Küche gar nicht zubereiten. Immerhin ist die Hauptzutat ein streng gehütetes Geheimnis. Und wenn meine Vermutung stimmt, eines, das man mit ins Grab nehmen kann. Ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden. Ich brauche die Audienz heute.
Und du sollst sie bekommen. Immerhin habe ich die Situation hier endlich wieder im Griff. Sag mir einfach Bescheid, wenn die anderen beiden soweit sind. Und bis dahin genieße ich mein Essen und Trinken in geselligem Ambiente. Na, Prost, Mahlzeit.